Für die Dresdner Wasserballer war es ein besonderes Wochenende. Nicht, weil sie 2 Spiele innerhalb von 12 Stunden hatten, sondern weil sie endlich aus dem Tabellenkeller raus wollten und weil sie gleich 2 Sachsen-Derbys nacheinander hatten. Zunächst glückte das erste Vorhaben Punktgewinn. So gewannen die SGler gegen Leipzig mit 12:8 und nun sollte an selber Stelle ein weiterer Sieg gegen den Rivalen aus Chemnitz folgen. Den Beginn der Partie kann man getrost als Abtastphase und taktisches Geplänkel bezeichnen. Keine der beiden Mannschaften war in der Lage, sich an diesem frühen Sonntagmorgen einen entscheidenden Vorsprung herauszuarbeiten und das sollte zunächst auch lange so bleiben. Wir haben, glaube ich, die ganze Zeit auf ein Tor gespielt. Wir waren zu blöd, die Tore zu machen, haben unsere Chancen nicht genutzt, Pfosten, Torwart, berühmt geschossen. Eigentlich war klar, dass wir gewinnen, aber wenn das erste Tor bei uns gekommen wäre, dann wäre vielleicht der Bolzen in der Hose gewesen und wir dann so, so war es gut. Also für mich und schon vornherein stand das eigentlich fest, dass das 2 feste Punkte sind. Vielleicht war das auch die Situation, die uns dafür oder dazu geführt hat, dass wir vielleicht schon von Anfang an zu sicher waren, weil wir vielleicht gesagt haben, okay, die fegen wir hier aus der Halle. Und dann hat keiner damit gerechnet, dass es so wird. Und dann ist so ein bisschen so diese Anspannung und wie wird es denn jetzt? Aber am Ende ist es zum Glück nur gut ausgegangen. Eigentlicher Höhepunkt in der Schwimmhalle am Freiberger Platz waren bis dahin nur die Darbietungen der Synchronschwimmerinnen vom Post-SV Dresden. Vor rund 60 Zuschauern entwickelte sich bis zur Halbzeit wahrlich kein Krimi. Die SG-Wasserballer waren zwar deutlich bemühter und erarbeiteten sich mehr Chancen, es kam aber nichts Zählbares dabei heraus. Die Chemnitzer hingegen scheiterten ein ums andere Mal am herausragenden Dresdner Torhüter, der in diesem Spiel auch deutlich seine Quote erhöht hat. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive und natürlich dem Torhüter. Heute hat es mir die Defensive natürlich wieder relativ einfach gemacht. Und Quoten. Natürlich ist es schön, wenn man dann so wenig wie möglich reinbekommt, damit auch das Torverhältnis stimmt, falls es doch mal dann aufs Torverhältnis drauf ankommt. Aber vordergründig geht es darum, hinten Sicherheit zu geben, damit die Jungs befreit nach vorne spielen können. Erst im dritten Viertel nahm die Begegnung endlich Fahrt auf. Die Dresdner nun schwimmerisch und konditionell den Chemnitzern klar überlegen. Die SGler erarbeiten sich immer mehr Chancen. Den Bann brach dann endgültig Matthias Sanchez nach etwas über 20 Minuten Spielzeit. Ab jetzt hatten die SG-Wasserballer das Zepter in der Hand. Ein dreckiger Sieg, hat der Coach schon gesagt, aber muss ja auch immer sein. Es gibt nicht immer die klaren und deutlichen Siege, wo man dann erhoben aus dem Wasser raussieht. Ich glaube, das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt, dass wir irgendwie im dritten Viertel das erste Tor schießen. Der Stadionsprecher oder Hallensprecher hat schon gesagt, Fußballniveau, das erste Tor, ja, sind halt immer knappe Dinger. Wenn ein Tor auf der anderen Seite gefallen wäre, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Also war es wichtig, das 1:0 zu machen, dass man den Stempel dann noch aufdrückt, auch wenn es relativ spät war. Glück gehabt. Die letzten 8 Minuten, also das letzte Viertel, gehörte dann beinahe komplett den Dresdnern. Nun folgte Tor um Tor. Erst Alexander Kurlikow, dann wieder Sanchez und anschließend Dirk Jaster. 4:0 und jetzt hätte es etwas über eine Minute vor dem Ende der Begegnung beinahe noch Historisches für die Dresdner Wasserballer gegeben, nämlich die Null. Habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, zu Null. 1 war vielleicht schon 2-3 Mal dabei, aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir das zum Schluss dann reinkriegen. Zumal ich es wahrscheinlich gehabt hätte, wenn dann ein Gegenspieler dazwischen gewesen wäre, aber ja, trotzdem gut gestanden hinten, von daher zufriedenstellend. Doch die Chemnitzer verhinderten eben Historisches. Matthias Barthold erzielte mit etwas Glück den Ehrentreffer für die Gäste. Die Gastgeber machten anschließend in eigener Halle den 5:1 Derby-Sieg und damit das perfekte Wochenende für die Landeshauptstädter perfekt. Jetzt stehen sie mit einem ausgeglichenen Punktekonto da und auch da, wo sie eigentlich unbedingt hin wollten. Doch der Blick richtet sich schon gleich wieder nach vorne. Die Niederlagen waren auch alles gegen Gegner, gegen die man nicht gewinnen muss. Von daher haben wir da eigentlich, waren wir nicht komplett unzufrieden. Sieht natürlich immer blöd aus. Also ein Sieg, 3 Niederlagen ist schlecht. Jetzt stehen wir bei 3:3. Und jetzt geht's richtig los. Also das nächste Spiel gegen Schöneberg ist eigentlich auch schon wieder so ein fast Pflichtsieg. Die stehen jetzt unter uns und gegen die müssen wir einfach unsere Punkte holen jetzt. Nach diesem erfolgreichen Heimspielwochenende sind die SG-Wasserballer auf Platz 5 in der Tabelle geklettert und können mit breiter Brust nach Berlin fahren, um die Erfolgsserie auszubauen.